Michaela Engelmeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Antrag Bevölkerungsstatistik verbessern, zivile Registrierungssysteme stärken, hat durchaus einen sehr sperrigen Titel. Wer Böses denkt, könnte meinen, dass die Deutschen auch in der Entwicklungspolitik das tun, was sie angeblich am besten können, verwalten und bürokratisieren, preußischer als jeder Preuße. Das ist aber in diesem Antrag wirklich nicht der Fall. Es geht um Zukunftsfragen, und damit Kinder eine Zukunft haben, müssen wir uns mit vielen Dingen befassen, damit unsere jüngst in diesem Jahr verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungsziele auch bei der zukünftigen Generation Chancen eröffnen. Wir wollen mit unserem Antrag eine Initiative ergreifen, um ein für uns in den Industrienationen alltägliches Kinderrecht umzusetzen, und zwar den Artikel 7 der Kinderrechtskonvention, in welchem es um Geburtsregister, Name und Staatsangehörigkeit geht. Das Kind hat unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte in Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht und ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen internationalen Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, da das Kind sonst staatenlos wäre. Dieses Kinderrecht ist nicht nur mir sehr wichtig, sondern auch wir in der Großen Koalition haben diesen Antrag gerne miteinander geschrieben oder diese Initiative gestartet. Denn erst durch eine Registrierung wird in einem modernen Staat mit seinen Erfordernissen einer funktionierenden Verwaltung ein Mensch zum Staatsbürger und kann in den vollen Genuss der ihm zustehenden Rechte gelangen. Ich war im vergangenen Jahr natürlich viel unterwegs und habe auch zum Beispiel beim Neujahrsempfang der UNICEF immer wieder festgestellt, dass dieses Thema Geburtenregistrierung gar nicht das Thema, dass viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber wenn man sie darauf angesprochen hat, man wirklich auf offene Ohren gestoßen ist. Und das hat uns natürlich motiviert, Herr Kippels, gemeinsam mit der Union, jetzt mal eine Initiative zu starten. Mit diesem Bürgerrecht kann ich passiv und aktiv an Wahlen teilnehmen. Erhalte ich die Möglichkeit, einen Personalausweis, einen Reisepass und andere Dokumente zu erhalten. Sozialleistungen kann ich beziehen und in legalen Arbeitsverhältnissen, beispielsweise Mindestlohn beanspruchen, eine Sozialversicherungs- und Steuernummer beantragen. Ich kann in die Schule gehen und mit mir damit einen Ausweg aus der Armut ermöglichen. Ich kann Grundeigentum erwerben. Ein Konto eröffnen oder erben. Es bietet mir auch den Schutz vor Verbrechen wie Kinderarbeit, vor dem Kriegsdienst und vor sexueller Ausbeutung und Frühverheiratung. Es schützt vor Menschenhandel und illegaler internationaler Adoption. Kostenlose Impfungen und andere Gesundheitsdienstleistungen kann ich erhalten. Verhindert, finde ich, auch natürlich viele Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Und auf der Flucht in einen anderen Staat und angesichts der Moment der Flüchtlingsthematik ganz wichtig, erleide ich keine Staatenlosigkeit. Wir setzen uns für das ein, was für uns in den Industriestaaten selbstverständlich ist. Und zwar eben mal nach der Geburt unseres Kindes zum Standesamt zu gehen und eine Geburtsurkunde zu bekommen, mit welcher der Name des Kindes, seine Herkunft und seine Eltern niedergeschrieben sind. Mit dieser Urkunde ist das Kind Träger von Grundrechten, die es einklagen kann. Und es kann einen Ausweis erhalten, es existiert. Es ist nicht unsichtbar, wie Sie gerade, Herr Kippels, geredet haben. Und es kann auch nicht einfach spurlos verschwinden. Wir erinnern uns alle, und ich möchte das an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, denn es ist jetzt schon fast 2 Jahre her, dass 231 Mädchen in Nigeria verschwunden sind, von Boko Haram entführt. Es sind, glaube ich, ein Bruchteil dieser Mädchen wieder aufgetaucht. Viele von denen waren nicht geburtenregistriert. Das heißt, sie sind ja de facto gar nicht da gewesen. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen, können wir nicht weiter zulassen. In vielen Entwicklungsländern ist es leider nicht der Fall. Wir haben es gerade gehört. Oft fehlt natürlich einem Staat die Möglichkeit zur Registrierung.
Oft sind es Bürgerkrieg oder Armut und die Häufung von Naturkatastrophen, die das verhindern. Es ist natürlich auch die mangelnde Infrastruktur, ein fehlendes Katasterwesen, kein Geld, um ganz schlicht und einfach ein System aufzubauen. UNICEF beziffert die Zahl der Kinder unter 5 Jahren, deren Geburt nie registriert wurde, mit 230 Millionen. Das können wir doch nicht weiter zulassen. Und an dieser Stelle wollen wir ansetzen, damit sich an dieser Sachlage etwas ändert. Mit der Verbesserung dieser Problemlagen befasst sich unser Antrag mit dem Thema Geburtenregistrierung in Entwicklungsländern. Denn dabei und den dabei auftretenden Problemen und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Er enthält einen Maßnahmenkatalog, wie die Verfahren zur Registrierung seitens der Bundesregierung und des Parlaments unterstützt und weiterentwickelt werden können. Unser Engagement muss darauf abzielen, sich mit den Problemen zu befassen, warum eine Registrierung nicht erfolgt. Das liegt natürlich nicht immer an einem reinen Mangel an der administrativen Infrastruktur, sondern an vielen, vielen unterschiedlichen Gründen. Ich habe es gesagt, die Registrierung kann Geld kosten, das viele einfach nicht haben. Man ist nicht erreichbar, weil es nur in Städten oder im Land nur eine Meldestelle gibt. Ein mangelndes Problembewusstsein gibt es auch, was eben übrigens auch am Bildungsgrad liegt. Es ist legal nicht möglich, zum Beispiel, wenn die Mutter und das Kind einer ethnischen Minderheit angehören, auch das ein Grund, warum nicht registriert wird, oder das Kind gar unehelich ist und dadurch soziale Stigmatisierung oder Unterhaltsverpflichtungen entstehen. Aus dieser Vielzahl von Gründen für die Nichtregistrierung von Geburten muss sich eine entsprechende Vielzahl von Lösungsansätzen finden. Daher müssen wir, wie es in unserem Antrag formuliert ist, unsere Initiativen erweitern. Mit Aufklärung und Bildung, mit flächendeckenden Registrierungsstellen, mit Unterstützung von Reformen von nationalen Gesetzen, mit nationalen Partnerschaften oder einfach nur mit vielleicht Unterstützung von einem Telekommunikationsanbieter, ganz niederschwellig, dass man einfach die SMS oder die Handys, die in Afrika übrigens, Kenia 42 Millionen Einwohner, davon haben 38 Millionen ein Handy. Nicht das, was wir jetzt hier haben, Smartphones, wo wir im Internet uns bewegen, aber SMS-fähig sind die alle. Und das ist eine Möglichkeit, um niederschwellig vielleicht schon mal zu beginnen. Es gibt Projekte, die unterstützen wir jetzt schon. Wir müssen das weitermachen und ich bitte Sie um Unterstützung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner hat